Ja, ihr seht jetzt ein Video, wie ich im August 2020 mit meinem Fahrrad in der Lüneburger Heide unterwegs war. Ich habe Glück gehabt mit dem Wetter und ja, Heideblüte zu 100%. Also das ist halt schon ziemlich spektakulär, wie ich finde. Die Radwege dort, weil das ja ein Naturschutzgebiet ist, das ist ziemlich rustikal. Also es gibt halt viel Sand, auf dem man fährt, ein bisschen Geröll und Steinchen. Wenn man dann in den Wäldern unterwegs ist, dort hat man dann auch viel mit Wurzelwerk zu tun. Es gibt ein bisschen Hügel, das ist natürlich kein Gebirge, aber teilweise sind es dann doch recht knackige Anstiege. Gefahren bin ich das mit einem Fahrrad, mit einer 7-Gang-Nabenschaltung und einem Frontmotor. Und ja, jetzt würde ich sagen, wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen. Ihr seht Fotos bzw. mitgeschnittene Sequenzen mit meiner Actioncam, wie sie vorne am Lenker angeschraubt ist. Das kommt dann manchmal zu ein bisschen ruppeligen Bild, aber das ist natürlich so ein Stückchen auch den Radwegen dort geschuldet. Das Fahrrad hat keine Telegabel vorne, also keine Federung vorne. Und von daher ist das Bild manchmal ein bisschen wackelig, aber man kann das ganz gut gucken und das ist dann schon ganz schön, dass man einen ganz guten Eindruck bekommt. Ja, dann würde ich sagen, viel Spaß. Thank you.
Yeah.
Ladies and gentlemen, how do? It's okay.